So. Gott, Dragon Gadgets sind manchmal auch ein Ärgernis. Also gerade wenn es abstürzt in wichtigen Kämpfen. Ah, Füllraum, wo einfach nichts drin ist. So, bin ich jetzt eigentlich immer durch oder kommt hier noch... Ach, hier noch einer. Eine Abscheulichkeit, der Träger hat. Aber der Hauptdemon ist doch schon tot. Gott. Hau hier mal Feuerball auf den Kopf. Aber wo ist denn jetzt Muri? Ich brauch mal kurz Muris Eis. Oh, ich hab ganz schön viele. Ach, scheiße. Ich sollte mich hier übrigens nicht übernehmen, fällt mir gerade so ein, weil ich hab das... Weil das sind ganz schön Abscheulichkeit des Hungers? Das sind ganz schön viele Abscheulichkeiten. Naja. Ich glaube, die Abscheulichkeiten sind gegen nichts besonders immun. Das ist eigentlich ganz schön, weil dann kann ich die mich relativ easy und ohne großartige Probleme mit Feuer platt machen. Ach komm, ich stehe. Was ist das hier noch für einer? Ach ja, komm, Sefran, das musst du mal alleine schaffen. Kann doch nicht sein, dass ich hier den ganzen Tag rumzaubert bin. Ja, ich hätte gerne den Kettenblitz. Aber der da hinten sieht nicht mehr ganz so. Sefran kommt gut voran, so wie ich das sehe hier. Der scheint sich ganz gut zu machen hier mit seinen. Sein persönliches One-on-One, dann kann ich mich jetzt ja weiter beschäftigen, die restlichen... Ach, die explodieren ja mal ein Feuer, da war ja was. Eine ungünstige Eigenschaft dieser Viecher. Und dann ist das gar nicht mehr so gut aus. Oh, Sefa macht ganz schon gut Schaden, muss ich sagen. Das geht eigentlich. So, bevor jetzt der letzte Dämon explodiert, Armbrust. Ach, für eine Armbrust braucht man Stärke. Na gut. Wollte gerade sagen, bevor mir hier... Ja, wie gesagt, der Kana-Krieger, ja, noch nicht freigeschalten. Und dann den Eltengabe, ja, die alten Elfen, ja, die waren lustig. Habe ich hier nicht, ach, ich habe hier, was, ich habe Level 3 Zauberpunkte? Alter Schwede. Ach ja, genau, weil ich brauche hier 33 Magie und bis um 34 Magie. Und bevor ich die nicht habe, level ich hier gar nichts. Nee, ich kann wirklich nichts leveln. Also ich könnte Kälte-Krieg noch machen und die Hervorrufung hier durchballern. Bis zur letzten Stufe, aber sonst. Siegel der Lähmung. Ja, das Problem mit diesen ganzen Siegeln ist halt, Die möchte ich eigentlich nicht wirklich einsetzen, weil, naja, sind es halt Siegel, ne? Aber ich muss mal kurz, gehe ich einmal durch Zauberbuch durch, was. Mentale Festung, sicher, und erhält einen deutlichen Bonus auf mentale Widerstandskraft, ja. Gut, schön, haben wir noch was Offensives, was ich gebrauchen kann, Bogenschießen, das brauche ich auch nicht. Schild war in diesem eine Art Bollwerk, zulasten von dem ich einen deutlichen Bonus auf Rüsten. Der Schild macht den Charakter gegen direkten Niederschlag. Schildbeherrschung gewährt einen Bonus auf Verteidigung. Bringt mir eigentlich alles nicht so richtig viel. Ja, dann level ich hier mal das Läutern weiter. Ich bin ja gar nicht fertig mit Alistair. Warte mal, hier Konstitution machen wir nochmal ein. Machen wir nochmal einen Stärke, weil ich möchte auch, dass er eines Tages hier mal die Rüstung tragen kann. Das geht halt einfach nicht, wenn ich das nicht level. Was haben wir hier noch Schönes? Lumpen mit Papierfetzen. Gott. Warte mal, Codex-Aktualisierung, was haben wir hier Schönes? Utrecht wird uns den Weg weisen, bla bla bla. Der Ruf ist ergangen, wir werden vor die Tür treten mit stolzen Schritten, ungeachtet des Resultats. Das ist Symbol des Circles, dafür wird Uldred sorgen. Na toll. Ja, also der gute Uldred, der hat da ein bisschen gefailt, muss man sagen. Ja, warte mal hier. Ja, mal versuchen. Na? Verdammte Hacke. Ach Mann, einen ordentlichen Schlossklacker mal beizuhaben, wäre natürlich zu viel verlangt. Sieht eigentlich sehr interessant aus, dieses Fleischstück. Vor allem, wo kommt denn die ganze Masse dafür her? Ich meine, ist das hier die Küche? Mhm. Wo kommt das ganze Zeug her? Doch. Kriegst du da eh nicht auf. Du kriegst doch nicht mal... Warum hat der eigentlich so ein blaues Leuchten? Wie lange hält? Ach so, das ist eine Stance. Upsala. Ich dachte das immer, das wäre eine Attacke. Also, das ist einmal zuschlagen, aber nein, anscheinend nicht. So eine verletzten Aussage. Also, ich muss ja übrigens noch langsam mal fertig werden mit Finden und welchen Sachen und mal zum Händler gehen, weil ich habe mittlerweile so viel Zeug bei. Was haben wir hier? Naja, noch mehr Truhen und Zeug. Das ist... Ja, scheiße, das war eine Falle. Wie gesagt, ich finde hier mittlerweile so viel Zeug, dass es schon fast schon ärgerlich ist. Warte mal, nee, Alistair bleibt eigentlich mal ein bisschen mal hier. Und Sefran macht mal das da. Hier, Sefran, da, hol den um. Und zwar hier mit der, nee, warte mal, mit der Taktik da. Und Alistair bleibt hier und der tauntet am besten mal einmal rum. Und, ach, da ist ja noch einer. Warte mal, den hauen wir dann am besten mal einmal. Och, das ist noch ein höherer Diener des Zorns. Ach, ey. Ja, ich hoffe, dass, ach, Mann. Ja, so geht das nicht. Du kannst nicht einfach Eis auf welche... Aua. Scheiße, was war das hier gerade? War das der Feuerball? Oh, scheiße. Oh, das sieht gar nicht so gut aus. Die machen ganz schön Schaden. Habe ich das jetzt mal gespeichert vor 4 Minuten, aber... das sieht wirklich gar nicht so gut aus. Die setzen mir ganz schön zu hier. Oh, das hätte man besser angehen können, ganz ehrlich. Vor allem bräuchte ich jetzt noch einen Feuerball, wenn es geht. Warte, ich ziehe ja erstmal den Nothebel. Vielleicht bringt das ja die Zeit, die ich brauche. Scheiße, ich muss auf jeden Fall Alistair heilen. Der sieht hier nicht mehr gut aus. So, dann Sefran, geh mal wieder zurück. Wir müssen hier noch einen Feuerball zünden. Anders weiß ich nicht, wie ich aus der Situation noch rauskommen soll.
So, Zefran sieht immer noch nicht gut aus. Ich glaube, der hat auch gerade den Feuerball gefressen. Mori, heil doch bitte. Nee, den da, also jetzt ihn heilen. So. Mori steht ja nicht ziemlich ideal für einen Eiskegel, fällt mir gerade so auf. Dann zaubern den wir am besten nochmal. Die stand wirklich ideal für einen Eiskegel. Na gut, die hat jetzt den höheren Dämon des Zorns haben wir leider nicht mitgetroffen. Zefran steht hier immer noch sehr in Bedrohe. Oh nein, warum zauberst du? Na gut, der höhere Schatten ist vielleicht auch ein ganz gutes Ziel für Eis. So, hier das ist. Ja, so gut, das steht natürlich wieder Alistair mitten im Fokus, aber das ist eigentlich relativ Wurst. Das passiert ja öfter. So, der höhere, Mann, ey, dass ich hier nie Eis bereit habe, das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Dann heile ich erstmal selber. Muss ich keiner Heal-Pot trinken. So. Ah, Mann. Also, diesmal hat es, glaube ich, nur auf den Zorndämon gezaubert, was ganz gut ist, weil ich halte nämlich den höheren Dämon des Zorns für die größte Bedrohung hier im ganzen Raum. Weil der kann nämlich Feuer, plus dass er an sich noch relativ stark ist. So, dann haue ich am besten gleich mal. Ne, mein Feuerball ist jetzt gerade nicht mehr das, was ich machen kann. Einzige, was ich machen könnte, ich könnte hier nochmal Blitz durchzaubern, aber da steht's. Für so eine Späße steht der Lia vielleicht gerade ein bisschen schlecht. Ja, so. So, das müsste die beiden. Das hat die niederen Schatten immer noch nicht zerlegt. Ach Gott. Ja, das sieht auf jeden Fall recht angeschlagen aus, aber. Amori, wir müssen ja mal eben mit irgendwas Schwächeren, zum Beispiel mal. Oh Mann, jetzt hör doch mal auf, alle meinen guten Tank zu hauen. Das geht doch nicht, Freunde. Ihr könnt nicht immer meinen Tank hauen. Ne, warte mal, den höheren Schatten hat es ja beinahe entschärft. Gott. Ja, trotzdem könnt ihr nicht immer meinen Tank hauen. So, ich speichere mal ab. Fällt mir gerade so ein. Ja, versuch's halt, Zefran, aber ich glaube nicht, dass du die Bude aufkriegst, so wie ich dich kenne. Ah, toll. Sag ich doch. Rundumschlag und doch ein durchaus Stahl. Dass die Dinger auch nicht stacken. Sehr ärgerlich. Ja, und wie kriege ich die meisten Truhen denn nicht auf? Ich müsste ja nicht quasi nochmal wiederkehren. Und trotzdem hat mir bis jetzt noch keiner erklärt, was es mit den Drachen auf sich hat. So, bin ich jetzt wieder voll regeneriert, dann speichere ich nochmal ab und. Lecker. Ach, es geht sogar. Schon wieder? Ich weiß, wer ihr seid. Es funktioniert nicht mehr. Ich bleibe stark. Aha. Kallen, erkennt ihr mich nicht? Wer ist denn Kallen? Ein Templer, sieht aus wie ein Gefangener. Was funktioniert nicht? Ich stelle mal das Offensichtliche fest. Genug der Vision. Wenn etwas in euch menschlich ist, tötet mich und beendet dieses Spiel. Ach ja, Die anderen habt ihr gebrochen, aber ich bleibe standhaft. Für mich und für sie. Aha. Meine Gedanken durchsucht. Lockt mich mit dem Einzigen, das ich immer wollte, aber niemals haben konnte. Sie benutzen meine Scham gegen mich. Meine unklugen Gefühle für sie. Eine Magierin noch dazu. Da hat wohl jemand während seiner Ausbildung reihenweise Herzen gebrochen. Na sowas. Ich habe diese grausamen Scherze so satt. Diese Tricks. Ich würde das besser gar nicht hören. Tja, das, ich glaube, das bezieht sich auf mich, wa? Das ist ja kein Trick, wir sind hier, um zu helfen, genau. Schweigt! Ich will nichts von euch hören! Und jetzt den Fort! Immer noch da? Bisher hat das immer funktioniert. Augen zu, Augen auf. Aber ihr seid immer noch da. Sagt mir doch, wo die überlebenden Magier sind. Da hätte ich ja gesagt, ich bin nicht, ja, wo sind überlebende Magier? Ja, einige haben sich gewehrt. Aber auch sie sind jetzt verloren. Aldred hat sie. Ich dachte, Aldred wäre der Dämon der Trickhead. Die Geräusche, die von dort heraufdringen. Oh, Herr Bauer. Ah, ich weiß nicht, wofür ich die Schriftrolle brauche. Ich spüre es. Etwas Schreckliches. Sein Hass auf Magier ist so stark. Die Erinnerung an den Tod seiner Freunde ist noch zu frisch. Ja, und jetzt? Ihr müsst ihm jetzt ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Ich weiß, wer den Zirkel zerstört. Naja, ich töte keine Unschuldigen. Ach, die ist doch egal. Dann hoffen, was schlagt ihr so vor? Damit dieser Schrecken endet, damit keine Abscheulichkeit und kein Blutmagier überleben, müsst ihr da oben alles und jeden töten. Ich verschone lieber Modifikare als eine Unschuldigung zu verwenden. Ich gebe es ungern zu, aber ihr habt vermutlich recht. Ich kann das erst entscheiden, wenn ich es selbst gesehen habe. Genau. Es ist natürlich eure Entscheidung, aber bedenkt bitte, was ich zu sagen habe. Malefika erkennt man nicht am Aussehen. Ein einziger von ihnen könnte den Geist eines Königs übernehmen. Oder den der obersten Klerikerin. Ich fürchte mal, sie sollten mich fürchten. Genau. Meine Entscheidung steht. Das ist nicht. Ja, meine Entscheidung steht, da ich mich nicht entscheide oder was. Ich würde das Blut nur nicht an meinen Händen. Ach, ich habe ja recht, das ist das Risiko nicht wert. Ich fürchte mal. Ja, Gott.
Ihr mögt euren Fähigkeiten vertrauen, ihnen zu begegnen. Aber was ist mit dem Rest von uns? Werdet ihr uns beschützen? Ganz ruhig, beseitige diese teuflischen Magier. Wir wissen euch ja genau, ob sie alle Blutmagier sind. Ich akzeptiere lediglich die schmerzliche Wahrheit, die ihr zu ignorieren sucht. Was kann ich tun? Wie ihr seht, bin ich nicht in der Lage, euch zu sagen, was ihr tun müsst. Obgleich ich mich am liebsten selbst um die Magier kümmern würde. Aha. Gut, dann könnt ihr, könnt ihr ja nichts anstellen. Ja. Mein Käfig hat Aldred erschaffen. Oder einer seiner Magier. Sobald sie tot sind, bin ich frei. Und dann würde ich was mit. Und dann werde ich euch auch entscheiden, was mit. Und dann werde ich auch entscheiden, was mit den anderen geschieht. Pass auf euch auf, es ist bald vorbei. Ja, da ist ich hier. Niemand hört zu. Immer erst, wenn es viel zu spät ist. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Ich hoffe, euer Mitgefühl wird nicht unser aller Untergang. Welches Mitgefühl? Ich brauche halt. Oder kann ich da wenigstens durchrennen? Ding. Also, so ein Schild will ich auch zaubern können. Das sieht ziemlich mächtig aus. Also zumindest so, als könnte es Geschosse blocken und generell überhaupt. Das wäre voll gut. Ich will so ein Schild haben. Da bin ich immer sehr gespannt, ob was Aldred zu sagen hat. Kammer der Erläuterung. Ist das hier geil? Erläuterung? Ach, herrje. Das ist ja lustig aus Aldred. Da kann ich jetzt bitte meine Schriftrolle einsetzen. Ach, der lebt noch. Aha. Nehmt ihr mein kleines Geschenk an? Aha. Kleines Geschenk, sagt er. Also der ist auf jeden Fall lustig am Rumzaubern. Ich dachte wirklich, der Dämon der Trickheit wäre Uldred selber, also was schief gegangen ist, aber scheinbar nicht. Aber hey, der scheiß oberste Verzauberer lebt noch. Oder wie auch immer er heißt. Noch so ein Vieh. Ja, da brauche ich wohl ein paar OI-Zauberfeuerbälle für. Und sie müssen ja nicht immer gleich hässlich aussehen. Oh Gott. Ah. Was haben wir denn hier? Ich erinnere mich. Irvings Lieblingsschülerin. Aldred hielt nur wenig von euch. Und ich sehe auch jetzt in euch nichts Besonderes. Nun verzeiht, dass ich unbeeindruckt bleibe. Gebietet diesen Turm umgehend Einhalt. Ich bin noch mal ein Magier des Zirkus. Euer Turm betrifft mich. Ich werde, wenn ich das recht ist, ich verzeiht, dass ich unbeeindruckt bleibe. Genau das. Man kann eben nicht von jedem geliebt werden. Sehr beeindruckend, dass ihr noch lebt. Das bedeutet unglücklicherweise, dass ihr meine Diener getötet habt. Jo. Nun ja, es ist besser, in den Diensten überlegener Wesen zu sterben, als mit der schrecklichen Verantwortung der Unabhängigkeit leben zu müssen. Seid ihr verschadet. Das ist das tollste Lilkopsin ever. Ihr werdet schon bald zu euren Diener folgen. Ach komm, hier sinnlos drohen bringt nichts. Wir sind weiter freundlich. Wir müssen nicht darauf herumreiten, wer wen getötet hat. Das ist schlecht für unsere Beziehung. Es gibt keine Beziehung, ihr seid eine Abscheulichkeit. Dieser Blutmagier haben genommen, was sie verdienen. Was wollt ihr mit dieser Folge dieser Menschen erreichen? Ein Magier ist nur die Larvenform von etwas Größerem. Hey, das ist nicht meine Kirche. Ihr schmäht uns und nennt uns Abscheulichkeiten, wenn wir unser volles Potenzial freigesetzt haben. Seht sie euch an. Die Kirche hat sie überzeugt. Sie versagen sich selbst die Wonne, etwas Glorreiches zu werden. Stimmt's nicht? Erzähle unserem Freund, wie viel glücklicher du jetzt bist. Ja, genau. Das Geschenk an uns ist ganz wunderbar. Total. Seht ihr? Es wäre viel leichter, wenn alle es annehmen und sich mir öffnen würden. Aber manche sind eben sehr stur. Oh. Ich werde hier alles zerstören, euch mit eingeschlossen. Ich bin froh, dass ihr euch so viel sich verweigert habe. Naja, natürlich sind sie das immer. Ja, genau, das da. Widerstand. Wo ich auch hinkomme, Widerstand. Tja. Wie rücksichtslos. Wartet. Was haben wir denn hier? Oh, es ist der erste Verzauberer. Begrüßt eure ehemalige Schülerin, Irving. Beachtet das Blut gar nicht.
Er hatte einen harten Tag. Setz dich die dumme Rolle jetzt ein, um mich zu retten? Auf. Er errichtet eine Armee. Er wird die Templer vernichten und... Aha. Und? Ihr seid ein schlauer Fuchs, Irving, dass ihr das verraten habt. Und ich dachte, ich hätte ihn schon... Rolle, jetzt! Niemals! Ich brauch den noch. Jetzt reicht's aber, Irving. Er wird mir schon noch dienen. Genau wie ihr. Ja, denn, nein, das will ich nicht. Schlag dir mal der Pater schon nicht. Ich will lieber mir dienen, genau. Partnerschaft? Wenn ihr das so nennen wollt, bitte. Euer ungezähmtes Potenzial, gesteuert von der Stärke eines Dämons, wäre nicht aufzuhalten. Ich kann euch diese Macht und ein neues Leben geben. Doch, ne, ich denke mal nicht. Das passt mit meinem Wertherrschaftsziel nicht zusammen. Das geht zu weit, ihr sterbt. Das klingt aber nicht sehr verlockend. Genau, das klingt für mich nicht sehr verlockend. Eure Meinung dazu ist bedeutungslos. So lautet mein Entschluss. Und so wird es auch geschehen. Gott, ist der nervig. Kämpft, wenn ihr wollt. Das versüßt mir nur den Sieg. So, muss ich jetzt... Leertaste? Ja. So, kann ich Olle Irving aus Versehen treffen? Abscheulichkeit, das sind ja nur normale Abscheulichkeiten. Am besten warte ich mal, bis er sich in irgendwas verwandelt hat. Aber eigentlich, ja, das, ach, da hinten ist blockiert. So, warte mal, denn Muri, mach erstmal ein schwaches Eis auf die Abscheulichkeit da hinten. Alia, wir zaubern erstmal direkt einen Feuerball hier drauf. Ich denke mal, er wird gleich sowieso zum Erzdämon. Sefran stellt sich auch mal ein bisschen seitlich. Am besten hier gegen, ach, ja, gut, ich weiß nicht, ob er jetzt in Reichweite steht vom Feuerball, egal. Ach du Scheiße, Uldred, ach ey. Der sieht doch noch mal mächtiger aus als der andere Typ, aber ich denke mal nicht, dass der drei Formen durchiteriert. Das ist ja schon mal viel wert. Was ist jetzt eigentlich aus meinem Feuerball geworden? Ah, da ist mein Feuerball. Ich wollte schon fragen, was ist aus meinem Feuerball geworden? So, Ulrich sieht übrigens so aus, als wäre genau der Typ an, als von Dämon, der gegen Eis anfällig ist. Ich glaube, erstmal seine Minions umzuhauen hat, glaube ich, oberste Priorität. Oder am besten nicht heuer, sondern ein Elektrofeld ist, glaube ich, eine scheiß Idee. Ja, ich hau erstmal seine scheiß Minions um. Ich möchte hier nicht von, 20 Viechern gleichzeitig gehauen werden. Da habe ich kein Interesse dran. Ich denke mal, Eis funktioniert sowieso nicht auf ihn, also machen wir hier mal. Warte mal, jetzt müssen wir trotzdem mal kurz überlegen, wie wir hier Uldred am besten... Ich möchte doch nicht meine ganze Fähigkeit, meine ganze Potenzial... Und die Abscheulichkeiten haben doch gar relativ viel aus, das ist natürlich sehr ärgerlich. So, warte mal, mal gucken, hier so machen. Ja, die Abscheulichkeiten sind doch relativ widerstandsfähig, muss ich sagen, also das ist... Na gut, hauen wir erstmal die erste um. Die ist dann auch schon mal hinüber, dann hauen wir mal die nächste, die am besten gleich mal mit Lebensraub. So, was erfahren wir. Wird eigentlich Zeit, dass wir hier mal ein paar Male raufhauen, damit es nicht so ewig dauert, hier Uldred umzuhauen. Dann frieren wir. Ich versuche mal, ihn einzufrieren. Ich meine, so groß wie der Dämon ist, wird das wahrscheinlich sowieso nicht klappen, aber. Zumindest versuchen kann man es ja. Dass die übrigens alle immun gegen Gift sind, stört mich sehr. So, dann ich versuch's nochmal mit Uldred. Vielleicht klappt das ja. Mir fällt übrigens gerade ein, dass werde ich die Gelegenheit habe, einmal wieder günstig für Alistair mal wieder so einen Steintrank zu trinken. Was? Wie, wann ist der denn mal. Ach, scheiße, stimmt, der ist ja von Mommy kippt. Ach, naja, gut, dann ist das jetzt ein bisschen ungünstig. Obwohl, was macht das? Abzug auf Intelligenz? Oder Abzug auf Klugheit? Naja, das ist doch für Alistair total Wumms. Dann nehme ich mal lieber meine letzte Steinsalbe. Dann zaubern wir am besten nochmal den Regeneration. Was ist das hier? Ausdauer-Mana-Regeneration? Ne, das da brauchen wir Regeneration auf ihn hier. So, dumm, die Abscheulichkeit. Warte mal, Sefran, könntest du bitte mal kurz die Abscheulichkeit hier umkloppen? Gib mir doch ganz schön auf die Nerven. So, okay, beide Abscheulichkeiten tot. Prächtig. So, Alistair wird immer noch gehauen von allen möglichen Zeug. Mori, wie viel Mana haben wir denn gerade noch? Ja, genug noch. So, Eis ist gleich durch. Oh, das hat sogar funktioniert. Ich bin ja beeindruckt. Was haben wir hier noch Schönes an Fähigkeiten? Eigentlich brauche ich nur Single-Target. So, warte mal, kann ich jetzt eigentlich noch was? Habe ich noch welche Flüche? Ja, hier im Fluch der Verwundbarkeit. Vielleicht bringt das ja noch was. So, das Mal ist schon drauf. Zwei Waffenstreich. Können wir mal machen. Mal gucken, was passiert. So, jetzt haben wir nochmal. Ah, gut, Eis. Also, Eis klappt eher die meiste Zeit eher nicht. So, auf jeden Fall hat sich die Lage jetzt ganz gut stabilisiert. Ich denke mal, das war die richtige. Was ist das hier? Schrecken, ne? Das wird ja auf ihn garantiert nicht funktionieren. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst versuchen. Da zaubern wir nur noch einen Blitz. Obwohl, ich könnte natürlich einfach das Mana sparen. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen auf meine ganzen Magier, dass die nicht irgendwelchen Mist einsetzen. Aua, verdammt, der kann auch Eis. Also ich bräuchte mal sowas wie Magie-Bann hier, also außerhalb von Alistair. Ach, scheiße, hat der gerade noch was beschworen? Ich sehe gerade hier irgendwas aufsteigen, was ist das denn da? Oh fuck, warte mal, jetzt ist glaube ich gerade die perfekte Zeit, Militär Knife von Dingsbums zu benutzen.
Ich hoffe, das war jetzt richtig einzigartiger Gegenstandseffekt. Das sah gerade so irgendwie so aus, als wäre wie der Moment, wo es gerade Zeit wurde. Ey, scheiße, ich hoffe, das war jetzt richtig, dass ich das gemacht habe. Das, oder warte mal, kann ich das Ding eigentlich öfter einsetzen, die Litanei? Ich glaube, die ist jetzt weg, ne? Aber ich denke mal, die ist weg. Eventuell habe ich das gute Stück gerade völlig verschwendet, aber andererseits erschien mir das gerade... Nee, ach, da ist er noch, gut. Was ist das hier? Dreifachschlag? Ach so. Aber ich habe auf jeden Fall neue Gegner wieder. Der hat was beschworen. Ich weiß zwar nicht, wo die herkommen auf einmal, aber das ist eigentlich nur einer, ne? Ja gut, nur eine Abscheulichkeit der Wollos ist jetzt hier nicht gerade so der Oberhammer. Mein Mana ist natürlich wieder alle und ich habe keine Mana, ich potz mehr. Das ist ja ärgerlich. Ach Mann, ey. Das zieht sich immer so in die Länge mit diesen Scheißdingen. Ich habe auch schwache Lyriumtränke, aber die bringen mir eigentlich auch keine Punkte. Mächtiger Lyriumtrank? Ja, ein starker Lyriumtrank. Ja, trinken wir mal halt ein. Das scheint mir jetzt noch besser zu sein, als die gleich die Mächtigen rausführen. So. Jetzt könnten wir eventuell nochmal versuchen. Habe ich noch irgendwelche Zaubersprüche frei? Nö, okay. Alistair tankt das auf jeden Fall weiter. Trinken das uns jetzt erstmal einen Trank. Sephran wird hier, glaube ich. Ja, genau. Sephran, hau mal bitte die Scheiße ab. Hau mal bitte die Abscheulichkeit der Wollust um. Das geht nämlich so gar nicht, dass hier irgendwelche Viecher mich angreifen. Ja, kann ich hier mit irgendwas anzaubern? Irgendwas, was jetzt vielleicht nicht ganz so viel Mana braucht. Was? Okay, Abscheulichkeiten der Wollust widerstehen. Warte mal, Alistair, was machst du denn, du Idiot hier? Du musst hier immer noch den großen Dämon aufhalten. Das, die kleine Abscheulichkeit ist eher was für Sephran. Das ist. So, warte mal, was können wir nochmal was machen? Wir können einfach warten, bis Mana wieder da ist. Ja, hi, muss ich gerade niemanden. Ja, dann. Dann hau. Ach Gott, hier. Hau, lass dich doch nicht so durch die Gegend hauen, Sephran. Allerdings, da muss ja hier. Alistair ist da. Ah, jetzt hier nochmal Lebenspunkte entzogen. Ich muss vor allem die ganze Zeit davon abhalten, dass Muri irgendwelche Magie einsetzt. Weil das... Oh, was ist das denn gerade Schönes? Das sieht irgendwie ziemlich ekelhaft aus, was da gerade geflogen kommt. Weil ich brauche Moris Magie definitiv, um Eis zu zaubern. Das würde ich schon gerne machen. Also Alistair nimmt zum Glück sowas von gar keinen Schaden durch das... durch das Steinsalbenzeug. Ja, trotzdem so, Mori. So, jetzt hier Eis. Oh Gott, was kann er denn Schönes? Och man, wie viel kann er denn davon noch beschwören? Das ist ja ekelhaft. So, dann muss ich jetzt Alia leider mal heilen. Das ist nur der eine? Entschuldigung, der trägt ja schon wieder. Was soll denn das? War das hier gerade so ein Bann-Dings, ne? Oh Gott. Also ich sehe schon, Ultra macht mir das Leben hier enorm schwer. Das ist ein Penner, ist das. Okay, wir müssen... Ich versuch's mal mit kleinen Lyrium tränken, aber ich glaube eigentlich nicht, dass die großartig helfen werden. Ja gut, das ist ein Zauberspruch, ne? Das ist wirklich, wie gesagt, nicht so viel. Ja, der Kältekegel hat hervorragend geholfen, muss ich sagen. So, Alistair haut weiterhin hier zu wie so ein Wahnsinn, ja. Das so. Sephran, nein! Hör doch mal auf, die unwichtigen Viecher anzuzaubern. Wir müssen hier das große Böse platt machen und nicht irgendwelche Mini-Viecher angreifen. Das ist der Scheiße. Die Abscheulichkeit der Trägheit schafft Sephran schon alleine irgendwie. So, und Muri verbringt jetzt, glaube ich, ihr Leben damit, kleine Lyriumtränke zu trinken, weil anders läuft das hier nicht. Dann wir kleben. Ah, der zeigt sich aber auch als widerstandsfähig, oder Uldred, naja. Muri, wir brauchen immer. Quatsch, schnell. Muri braucht keinen. Muri könnte auch Eis zaubern, aber kann gerade nicht. Sephran, wie weit sind wir denn hier? Fertig, sehr gut. Dann mach bitte mal weiter. Noch schon wieder. Achso, nee, der ist einfach nur explodiert. So, Alistair braucht, glaube ich, mal wieder einen Heal. Aber erstmal hier so einen Seitenkantenschlag. Dann kriegt Alistair erstmal noch einen Heal umdruck. Was macht er eigentlich jetzt? Kriegen wir das? Kurzzeitig enorm verbessert werden. Das wird nicht lang dauern. Das wäre jetzt eigentlich genau der Zauberspruch. Warte mal, kann ich das eigentlich jedes Mal damit deaktivieren, mit der Litanei von Adralla? Ich glaube, das funktioniert, oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Ich glaube, das macht genau das, was es soll, die Litanei von Adralla, weil ich denke mal, normalerweise würde er um so ein Vieh kommen, oder nicht? Oder es kommt trotzdem und ich sehe es bloß gerade nicht. So, hat jetzt noch irgendjemand Mana über für ein Heal? Das ist natürlich scheiße. Dann muss er natürlich Alistair selber was trinken. Ja, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Alistair, vergiss... Ah, scheiße. Lässt er sich einfach so töten, der Idiot. Ach, Mann, ey. Junge. Weil ich wieder Heal-Pots sparen... Quatsch, Mana-Pots sparen wollte, weil ich davon nicht mehr so viele hab. Ja, dann müssen wir das jetzt hier ziemlich kompliziert machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch überlebe, wenn jetzt mein Tank weg ist. Ohne Tank könnte es ein bisschen schwierig werden, weil der hat halt wirklich dafür gesorgt, dass hier gerade die ganze Zeit ich schön durchgängig durchhauen konnte, ohne großartig selber Schaden zu nehmen. Und das geht jetzt halt nicht mehr. Weil Alistair voll Idiot sich einfach hat töten lassen. Aber ich glaube, sein Steintrank abgelaufen ist. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Effekt? Anscheinend nichts, was mir sofort was tut. Dann eisen wir nochmal ein.
Oh, das, Alter, das Eis macht ja richtig viel Schaden, fällt mir gerade mal so auf. War das gerade nur das Eis? Das hat den ja bemerkenswert viel abgezogen. Warte mal, wenn der so anfällig gegen Eis ist. Zauberimmunität, och. Macht der schon wieder irgendwas Lustiges? Nö, eigentlich sehe ich nichts hier. Hauen wir nochmal einen Blitz auf ihn rauf. Zauberimmunität. Hauptsache Zauberimmunität. Wer kommt denn auf so eine dümmliche Idee? Gott. Zauberimmunität. Nicht sein Ernst. Ascheregenhandschuhe und ein Jolt hat er dabei gehabt. Das ist ja schön. Ach, die sind einfach tot. Mensch. Ups. Zala. Naja. Gut. Schade.